Löslichkeit. Das Salz Ammoniumchlorid löst sich gemäß der folgenden Gleichung in Wasser auf. NH4Cl wird zu NH4+ plus Cl-. Wie viel Salz löst sich bei 25 Grad in einem Liter Wasser im Gleichgewicht? Hintergrund: Die Löslichkeit eines Stoffes gibt an, in welchem Umfang ein Reinstoff in einem Lösungsmittel gelöst werden kann. Sie bezeichnet die Eigenschaft des Stoffes, sich unter homogener Verteilung im Lösungsmittel zu vermischen. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Löslichkeitsprodukt, das sich wie folgt darstellen lässt. Also Kl ist gleich die Konzentration hoch dem stöchiometrischen Koeffizienten des Kations mal der Konzentration hoch dem stöchiometrischen Koeffizienten des Anions. Daraus folgt die Löslichkeit mit dieser Gleichung. Die freie Enthalpie selbst ist nicht messbar, aber dafür die freie Enthalpieänderung, also Delta G. Sie lässt sich berechnen durch Delta H minus T mal Delta S. Delta H steht für die Enthalpieänderung, Delta S für die Entropieänderung. Hier erstmal ein paar Tabellenwerte. Hier kann man auch schön sehen, was für Reaktionen vorliegen. Um die Enthalpie und die Entropie zu berechnen, ist etwas ganz Entscheidendes zu beachten. Die Edukte haben ein negatives Vorzeichen, die Produkte ein positives. Das heißt, für die Enthalpie gilt minus minus 315,39 plus minus 132,8 plus minus 167,4. Dadurch bekommen wir einen Wert von 15,19 Kilojoule pro Mol. Für Delta S bekommen wir einen Wert von 73,3 Joule pro Mol mal Kelvin. Jetzt setzen wir einfach in die Gibbs-Helmholtz-Gleichung ein und bekommen einen Wert von minus 6653,4 Joule pro Mol. So, jetzt haben wir die Gleichung Delta G ist gleich minus R mal T mal Ln von K. Delta G haben wir gerade berechnet, R ist eine Konstante, T haben wir schon vorher gegeben gehabt, also müssen wir einfach nur nach K auflösen und einsetzen. Somit bekommen wir einen Wert für K von 14,665 Mol Quadrat pro Liter Quadrat. Von K können wir jetzt auf die Konzentration schließen, das heißt, wir müssen einfach nur die Wurzel aus KL nehmen und bekommen einen Wert von 3,83 Mol pro Liter. Jetzt ist es eigentlich nur noch einfaches Umstellen. Erstmal die Stoffmenge ausrechnen, bekommen einen Wert von 3,83 Mol und setzen dann hier ein und bekommen für eine Masse von 204,8 Gramm. Wir hatten noch eine Zusatzaufgabe. Wie ändert sich die Löslichkeit bei der Temperaturänderung? Und die erste Aussage gilt der Gibbs-Helmholtz-Beziehung. Wie besagt, erhöht sich die Temperatur, sinkt gleichzeitig die freie Enthalpieänderung. Und die zweite Aussage gilt Le Chatelier. Er besagt, ist eine Reaktion endotherm, steigt die Löslichkeit, ist sie exotherm, sinkt die Löslichkeit.